Die Truppe benötigt dringend Nachwuchs. Rund 45.000 neue Rekruten jährlich. Nach Abschaffung der Wehrpflicht müssen Freiwillige ran. Doch die müssen erst einmal geworben werden. Ich gelobe. Ich gelobe. Deshalb ist Kapitänleutnant Sebastian Vagt heute im Außeneinsatz. Sein Einsatzort? Das Eckener Gymnasium in Berlin. Ziel seiner Mission? Als Jugendoffizier will Vagt Schülern einer 12. Klasse die Bundeswehr nahebringen. Natürlich in positivstem Licht. Wir kommen an Schulen oder eben dorthin, wo wir eingeladen werden, um uns der Diskussion zu stellen, um in den Dialog zu treten mit den Schülern. Nicht um für den Arbeitgeber Bundeswehr zu werben und nicht um irgendjemanden von einer Sache zu überzeugen. Überzeugen will Vagt trotzdem. In seiner Unterrichtsstunde erscheint die Bundeswehr als eine Armee in der Mitte der Gesellschaft. Eine Sicherheitsgarantie für Deutschland und durch die Auslandseinsätze auch für die Welt. Kritischen Nachfragen weicht Vagt aus oder verharmlost das Risiko. Würden Sie dann für das, wofür die BRD steht und die Menschen sich da hinschicken, sterben? Da geht es mir nicht anders als dem ADAC-Pannenhelfer, der bei einem tragischen Unfall auf der Autobahn, wenn er gerade dort versucht, einen LKW-Reifen zu wechseln, auch ums Leben kommt. Also beim Soldatenberuf mag das Risiko natürlich ein bisschen höher sein. Also ich weiß nicht, wie man sich dazu entscheiden kann, zu sagen, ja, ich verpflichte mich dafür, für längerfristig irgendwie einen Krieg zu ziehen und dabei umzukommen und auch nicht wirklich ein Problem damit zu haben. Also es ist überhaupt kein Problem. Wenn man mir jetzt sagen würde, ich gehe nächstes Jahr im Januar 5 Monate in den Auslandseinsatz, dann kann meine Freundin sich in der Zeit irgendwie einen Sprachkurs raussuchen. Wir können den Urlaub für danach buchen, weil ich kenne ja das Datum, wann ich zurückkomme. Und ich kann mich auch darauf vorbereiten. Kein Problem. Bundeswehrsoldaten als Pannenhelfer, Auslandseinsätze und die Urlaubsplanung. Von den traumatisierten Bundeswehrsoldaten und ihren schlimmen Kriegserfahrungen, von der Fragwürdigkeit der Auslandseinsätze, von zivilen Opfern, spricht Kapitänleutnant Vagt an diesem Vormittag kaum. Diese Diskrepanz zwischen Wirklichkeit und Darstellung ist auch den Schülern aufgefallen. Was wirkte für mich so ein bisschen schön geredet, sag ich mal. Also so, ja, und dann bin ich 5 Monate weg und danach bin ich wieder in Urlaub und dann ist es schön. Also es war so, für mich wirkte das so ein bisschen schön geredet. Also er ist ja auch etwas mal als Abenteuer und Spaß und so bezeichnet und ich glaube, wenn die Möglichkeit besteht, irgendwie Leute umzubringen, ist es kein Abenteuer mehr und kein Spaß. Meine Meinung war halt, dass es auch ein bisschen sehr schön geredet war, weil ich das auch ein bisschen anders sehe. Und da muss man auch auf jeden Fall darauf achten, dass man zu Schülern geht, die auch wirklich so eine Grundkenntnis haben und sich vielleicht auch schon im Ethikunterricht oder so darüber ausgetauscht haben, die man dann eventuell nicht beeinflusst bei ihrer Entscheidung. Die Bundeswehr hat ihren Werbeetat kräftig erhöht. Millionen werden für Zeitungsanzeigen und schnittige Clips ausgegeben. Man wendet sich an die Generation YouTube als interessanter Arbeitgeber mit Aufstiegsmöglichkeiten. Dass man dabei zu Tode kommen kann, wird verschwiegen. Karriere mit Zukunft. Es sind natürlich Werbeveranstaltungen, Schönheitswettbewerbe. Aber die Bundeswehr muss auf dem zivilen Arbeitsmarkt konkurrieren. Die Konkurrenz kommt innerhalb der Schülerschaft, innerhalb der Lehrerschaft mit Sicherheit. Denn nach einem solchen Werbeauftritt wird mit Sicherheit darüber diskutiert, ist dieses Bild schönfärberisch. Ich denke, dass die Bundeswehr nicht an Schulen gehen soll, weil kleinen Kindern oder Kindern bereits zu erzählen, dass sie eventuell einen Beruf erlernen sollen, dessen Ziel ist, andere Menschen zu töten im Ernstfall. Das hat mit Schule nichts zu tun, wie wir sie uns vorstellen. Die Schule hat den Auftrag, Kinder zum Frieden und nicht zum Krieg zu erziehen. Besonders bizarr wird es, wenn auf Werbeveranstaltungen der Bundeswehr Kinder und Jugendliche aus allen Altersgruppen angelockt werden. Wir erleben, dass wir die Frage Kindern Militär, beispielsweise in Ländern des globalen Südens, sehr kritisch diskutieren. Dass aber in Deutschland bereits schon 14-Jährige, 12-Jährige und jüngere Kinder auf Panzern herumsteigen, wenn beispielsweise Kinder- und Jugendmessen stattfinden und die Bundeswehr mit solchen Kindern wirbt. Und wir halten das für völlig inakzeptabel. Die frühe Einflussnahme des Militärs auf die Jugend war eigentlich bislang ein Kennzeichen von autoritären Regimen. In der DDR gab es Wehrunterricht. Der war Pflicht und sollte die Schüler auf die sozialistische Landesverteidigung einschwören. Mit ihren Vorführungen bewiesen sie ihren Willen, sich aktiv für die Erhaltung des Friedens einzusetzen. Auch die Bundeswehr scheut sich nicht, Minderjährige einzuladen. Wer 17 ist, darf sich bei der Truppe bewerben.
Warum auch nicht, argumentiert Michael Wolfsohn, einst Historiker an der Bundeswehr-Universität München. Schließlich sei die Bundeswehr eine Parlamentsarmee, damit Teil unseres Wertesystems. Halten Sie die Rotte ein, wie sieht das aus? Kommen Sie hier, linke Reihe, aufgehen! Die Frage ist, wofür steht die Bundeswehr? Ist die Bundeswehr als Militär militaristisch? Das ist sie nicht. Was will die Bundeswehr? Sie will, und das ist ganz klar die Strategie, künftige Kriege verhindern, bestehende Kriege beenden und vor allem humanitär intervenieren. Das heißt, intervenieren, um das Morden von Menschen, durch Menschen, an Menschen zu verhindern. Ist das abzulehnen? Meine Antwort heißt, es ist zu begrüßen. Aber muss die Nachwuchsrekrutierung für die Truppe schon in der Schule beginnen? Bei Werbeveranstaltungen für Kinder und Jugendliche stehen Spaß und Spiel im Vordergrund, nicht Verwundung oder Tod, die Risiken des Soldatenberufs. Rund 300.000 Kinder und Jugendliche werden dabei jährlich erreicht. Das Kinderhilfswerk Terre des Hommes fordert, das Werben fürs Sterben zu beenden.